In der vergangenen Woche waren wir für die Dorfgeschichte in Vitzbek. Heute sind wir nur wenige Kilometer davon entfernt, in Hennstedt im Kreis Steinburg. Das ist eine kleine Gemeinde mit etwa 600 Einwohnern, ungefähr 10 Kilometer nördlich von Kellinghusen, mitten im Naturpark Aukrug. Einige Dinge dort sind so ähnlich wie im Nachbarort Vitzbek, einiges ist aber auch ganz anders. So hat Hennstedt den am höchstgelegenen Punkt im Kreis Steinburg. Hennstedt zu finden ist eigentlich ganz einfach. Die Gemeinde ist genau da, wo in Steinburg der Fernsehturm steht. Und irgendwo hier ist auch mit 83 Metern der höchste Punkt des Kreises. Moin! Moin! Henning sind in der Fernsehen. Tag. Kraft! Wir suchen denjenigen, der hier am höchsten Punkt wohnt. Sind Sie das? Ja, das ist einer der höchsten Punkte hier in der Gegend. Das stimmt. Wissen Sie, wie hoch Sie sind hier? Nein, das weiß ich nicht genau. Der Fernsehturm steht auf dem Stilker Berg. Der ist allerdings nur 79 Meter hoch. Wir treffen den Bürgermeister und seine Stellvertreterin. Mal sehen, ob die uns weiterhelfen können. Mir wird das ja sicherlich, auch wenn Sie mal genau hinschauen, auffallen, dass wir hier eine Weggabelung haben. Ja, jetzt muss ich sagen. Und das erkennen Sie dann, das soll das Rad darstellen mit den 5 Speichen. Hier geht das, genau hier geht das Richtung Aukrug. Hier geht das nach Hohenweststedt. Hier geht das zum Ort Pönberg. Ja. Da geht das Richtung Itzehoe, Lockstedt, Itzehoe. Und die 5? Und diese 5, die ging hier früher, das ist jetzt schon ein bisschen zugebaut, aber das ist der alte Weg nach Kellinghusen. Wir sollen in Richtung Hohenweststedt fahren, da sei der Dellenberg. Auf dessen Gipfel schneit sogar, auch wenn er doch nur 80 Meter hoch ist. Also wieder runter ins Tal. Ein Kaffee beim Bäcker, der gleichzeitig auch der Supermarkt des Ortes ist. Moin. Na, sind Sie Wolfgang? Moin. Ja, bin ich. Steht am Auto, habe ich gelesen. Ja. Ist denn hier noch was los? Viel ist hier nicht los in Hennstedt. Viel Arbeit ist hier nicht. Bauern sind hier noch. Biogasanlage ist hier gebaut worden. Ja. Bauern, das könnte die Erklärung dafür sein, dass einem in Hennstedt, egal wo man ist, ein Trecker begegnet. Was machen die jungen Männer von Hennstedt am Samstagmorgen im Sessel? Wir bereiten uns fürs Treckertrack vor. Für was bitte? Treckertrack. Was ist das? Wenn die Schlepper aus den Dörfern gegeneinander ziehen mit so einem Bremswagen. Und da wollen wir heute Abend nach Wittbek fahren. Da ist heute Abend ziehen und dann Sonntag fahren wir nach Jebenstedt. Was ist denn das bitte schön für ein, ist das ein altes Kino? Ja, aus dem Kino Itzehoe haben wir die mal bekommen. Die konnten wir uns umsonst abholen, weil die neue bekommen haben. Ja. Ja, haben wir uns einen Wagen gebaut. Das ist eben unser Logo. Das ist eben das T für, steht für Trecker, das C für Club, H für Hennstedt und P für Pujenberg. Pujenberg ist hier 2 Kilometer weiter, ein Dorf. Wow, jetzt sehe ich es auch. Und dann hat das soll einen Trecker darstellen. Die Trecker-Experten sagen uns auch, wo der wirklich höchste Punkt des Kreises ist. Direkt an der Landstraße 121 liegt die 83,4 Meter hohe Itzespitze. Mit echtem Gipfelkreuz und Gipfelbuch. Die Erstbesteigung soll übrigens 3 Männern aus Itzehoe an einem Vatertag vor rund 15 Jahren gelungen sein. Seitdem haben sich schon viele Menschen hier verewigt, auch Mitglieder des Deutschen Alpenvereins. So, damit steht der NDR im Gipfelbuch der Itzespitze von Hennstedt. Ich sag mal, wir sind stolz und glücklich, hier gewesen zu sein. Auch wenn das mit der Dose schon so ein bisschen alt ist. Ne? Die Itzespitze von Hennstedt, ganz oben im Kreis Steinburg.